Glaubt an euch, Männer, glaubt an euch. Es geht weiter, weiter, weiter. Fuck it up. Was drin ist, die letzten Körner für den einen Schuss. Der FC Bayern so nah wie noch nie. In der sechsteiligen Doku zeigen sich die Stars ganz privat. Emotionale Momente wie die Verabschiedung von Triple-Trainer Hansi Flick. Die Fans können das jetzt miterleben. Dafür gab's extra eine große Premiere und roten Teppich, aber eben nicht für Filmstars, sondern Profifußballer. Wie war's denn so, sich mal ganz privat zu zeigen? Ich habe schon in Kinofilmen Auftritte im Dirndl gehabt, also da kann mir nichts mehr passieren, da bin ich ganz abgeklärt. Neben aktuellen Stars waren auch einige Bayern-Legenden wie Giovane Elber da. Alle haben sie bei der Doku mitgewirkt. Der Regisseur selbst hat ironischerweise lange im Trikot des 1860 München gespielt. Ich habe dann als Jugendspieler bin ich zu 60 gewechselt, weil es einfach damals ein sinnvoller Wechsel war für mich. Und mein Vater ist nicht einmal zum Spiel gekommen, auch das muss man sagen, weil er eben so ein krasser Bayern-Fan ist. Aber ich war immer Bayern-Fan, das muss ich zu meiner Schande oder zu meiner 60er-Schande gestehen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Serie jetzt auch für Bayern München drehen konnte, weil es für mich auch wirklich eine persönliche und emotionale Angelegenheit war. Also keine journalistische, investigative Sache, sondern wirklich ein persönliches Porträt des Vereins. Und die soll den FC Bayern als Ganzes zeigen, mit allem und allen, die dazugehören. Ich habe keinen Spieler erlebt, der es geschafft hat, so nervig zu sein wie Thomas Müller. Sagt der Verkäufer. Scheiße, jetzt habe ich die Pointe vergessen. Ja, es gibt ja auch einen Grund, wieso der Basti jetzt mittlerweile eben nicht mehr im Fußballgeschäft ist, sondern von der Meinungsstärke her, da kann er schon noch zulegen. Aber natürlich wollte er mich auch ein bisschen kitzeln. Wir haben noch einen guten Kontakt, einen guten Austausch, wir telefonieren des Öfteren. Fast 2000 Stunden Rohmaterial wurden für die Doku produziert, viel von einem Kameramann. Erstmal zu beobachten viel und dann auch nicht immer filmen, sondern auch mal die Kamera runternehmen und ein bisschen ins Gespräch kommen. Nicht gleich Interviews führen, sondern einfach, dass man, es ist wie man in eine neue Gruppe kommt, eine neue Klasse oder eine neue Arbeitsstätte, dass man einfach nicht der Kameramann ist. Sondern, oder Mr. Amazon, wie Fonzie Davis zu mir am Anfang gesagt hat, sondern dass man dann der Nepomuk wird. Das war erstmal eine Umstellung, weil ja auch Externe bei uns in der Kabine waren. Und ich denke, dass es aber trotzdem sehr nette Menschen waren. Ich glaube, die Mannschaft hat auch die Neulinge gut aufgenommen. Und wir haben eigentlich nichts anders gemacht als sonst auch. Der Fokus lag natürlich nicht auf der Doku, sondern eher auf das, was wir jeden Tag machen mussten. Der FC Bayern ist absolut FC Hollywood, also 100.000%. Und das wissen die auch. Das weiß auch Oliver Kahn, er ist der Mitbegründer oder war in der FC Hollywood-Generation dabei. Das heißt ja eigentlich nur, dass es ein hervorragendes Entertainment gibt bei dem Club, dass es schillernde Persönlichkeiten gibt, dass da immer was los ist. Und deswegen ist der FC Bayern eben auch so, ja, teilweise polarisiert er, aber teilweise ist er eben auch ein wahnsinniges Magnet, weil da Persönlichkeiten spielen und auch im Management sind, die direkt vom Platz kommen, Sportlerpersönlichkeiten. Und da ist eben immer viel Potenzial, auch manchmal Streit, aber Fußball ist Entertainment. Als wir angefangen haben alle, da war der Fußball natürlich sehr populär, aber das war kein Showbusiness. Ja? Und im Laufe der Zeit ist das natürlich eine Unterhaltungsindustrie geworden. Und wenn Sie das hier so sehen, das wäre vor 40 Jahren, als wir angefangen haben, oder in den 70er Jahren nicht möglich gewesen. Alle diese Spieler unter mir müssen verkaufen, Bruder. Okay. Hier, wo ist hier Gnabry? Gnabry? Oh. Während Training konnte ich nicht sprechen. Zuko ist schneller als ich. Fonzie, alte leckliche Marsch. Es ist natürlich so, dass wir nicht die komplett Uncut-Version hier zeigen. Die wäre teilweise auch nicht jugendfrei. Wenn man darüber nachdenkt, dass es Spieler sind Anfang 20 in der Kabine, die machen auch mal Witze, die kann man jetzt nicht da reinschneiden. Ganz wichtiges Ding. Und es gab auch Situationen, wo wir nicht dabei waren oder wo die Tür zugegangen ist. Ganz einfach, wo die wollten, dass wir nicht filmen. Aber ich finde es, man muss es mal andersrum sehen. Es ist erstaunlich, wie viel wir uns geholt haben. Also wie viel uns erlaubt wurde und wie viel wir uns ergaunert haben und wie viel letztlich dann Bayern auch zugelassen hat und den Mut gehabt hat zu sagen, okay, das lassen wir jetzt drin. Es ist nicht so glatt, es ist kein Imagefilm, sondern es sind schon Menschen. Man sieht, das sind Menschen. Die haben auch Anstrengungen, nicht alles klappt.
nicht alles funktioniert 100%. Sie haben auch Verletzlichkeiten. Aber ich glaube, das ist eigentlich der viel bessere Imagefilm für Bayern München. Gut, ist ein Moraler, glaube ich. Das ist ja eine Maschine, Alter. Morgen rufe ich den Berater. Aber wir schicken ihn vor, bitte zum Friseur. Das ist ein Reiz, das ist eine Herausforderung, das ist eine Anziehungskraft, die von diesem Club ausgeht, die ist ganz enorm. Und das, klar, das motiviert natürlich viele, viele Spieler, bei diesem Verein spielen zu wollen. Ja, es war unheimlich aufregend, auf der einen Seite ungewohnt und wir wussten ja nicht genau, wie tief die Jungs von Amazon gehen. Auf der anderen Seite auch sehr, sehr spannend, weil man, auch ich, obwohl ich ja den FC Bayern München sehr gut kenne, noch viele Dinge erfahren habe und Einblicke bekommen habe, die ich so nicht kannte. Wenn man mir früher gesagt hätte, ich werde irgendwann bei FC Bayern spielen und dann sogar noch im Film drin sein, ich hätte mit Sicherheit gesagt, nein, das stimmt nicht, das wird es nicht geben. Aber das ist halt so gekommen und das, glaube ich, werden man Zuschauer sehen, was FC Bayern bedeutet, was FC Bayern ist. Weil das ist nicht nur, wie wir sagen, oder was auf Trikot steht, mir san mir, das ist wirklich so. Das ist eine Familie und jeder, der für den Verein was geleistet hat, also der wird sich freuen, das Film anzuschauen. Ab dem 2. November ist die Doku auf dem Streamingdienst Prime Video zu sehen. Dann mit allen Stars des FC Bayern München.